Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft PlayStation 3 Tutorial. Heute geht es mal wieder um eine Falle und zwar um eine ganz normale Truhenfalle. Im letzten Tutorial habe ich euch gezeigt, wie man das Ganze mit einer Fallentruhe macht, beziehungsweise Redstone-Truhe. Die heutige Falle ist viel einfacher zu bauen. Außerdem ist sie meiner Meinung nach noch mehr effektiver, sagen wir mal so. Und das Ganze ist nicht ganz so kompliziert. Ich meine, die da hinten war auch schon einfach. Aber diese Falle ist um einiges einfacher. Ich sage euch erstmal die Materialien, bevor ich euch vorführe, wie das Ganze aussieht. Wir brauchen nämlich einen Redstone-Komparator, einen Trichter, zwei Truhen oder eine Truhe, spielt keine Rolle, irgendeinen Baublock, einen Knopf, eine Lore mit TNT, eine Lore mit Trichter, Schienen, ich glaube zwei sind es überhaupt, ich weiß es nicht, oder? Zwei? Doch, zwei müsste es ungefähr sein. Einen Kolben, außerdem brauchen wir einen Dispenser und noch ein Feuerzeug, das ist auch sehr wichtig. Und ja, bevor ich groß weiterrede, ich zeige euch erstmal den Effekt. Dafür nehme ich jetzt einfach mal diese Schiene hier. Der Spieler, der darauf reinfallen soll, der kann so oft auf die Truhe zugreifen, wie er will. Die Falle wird nicht aktiviert. Aber sobald er irgendwas in diese Truhe platziert, ich gehe mal ein bisschen näher ran, spielt eigentlich keine Rolle. Aber sobald er was rein platziert, seht ihr jetzt, was passiert. Ja, das Ganze geht in die Luft, aber so richtig. Der Typ fliegt ja komplett durch die Gegend, wenn er nicht schon längst gestorben ist. Und ja, das dauert jetzt ein bisschen, bis ich wieder ankomme. Ihr seht es, wir fliegen sowas von weit. Alter, wo bin ich denn jetzt gerade? Ich glaube, ich muss in die Richtung. Ja, genau. Wir sind auf jeden Fall richtig weit geflogen. Wo ist denn das Loch? Ah, da. Ja. Das ist auf jeden Fall eine richtig heftige TNT-Bombe. Ihr habt es gesehen, der muss einfach nur kurz was in die Truhe platzieren. Es spielt echt keine Rolle, was er da rein tut. Hauptsache, er tut überhaupt irgendetwas rein. Und ja, jetzt zeige ich euch, wie das Ganze gebaut wird. Das ist nämlich sehr, sehr einfach. Die Materialien habe ich euch schon gezeigt. Wir suchen uns einfach mal einen freien Platz. Ich gehe mal nach hier. Ja, als allerersten Schritt machen wir ein kleines Loch rein. Zwei Blöcke tief, eins, zwei. Dort unten kommt dann unser Trichter hin. Und dann machen wir den Block auch wieder zu. Also, beziehungsweise das Loch machen wir dann wieder zu. Einfach mit einem Erdblock oder was auch immer. Da drauf kommt unsere Schiene und da drauf kommt unsere Lore mit dem Trichter. Dann machen wir hier auch nochmal zwei Blöcke runter. Brauchen wir noch nicht mal. Wir bauen nämlich einfach den Block hier weg, damit das Ganze so da reinfällt. Und bevor wir jetzt weitermachen, holen wir aus dem unteren Trichter schon mal die Schiene raus. Weil die Schiene muss da auf jeden Fall raus, das ist so. Dann nehmen wir wieder unseren Erdblock. Platzieren hier einen hin, und hier einen hin. Hier die Lücke machen wir dann wieder weg. Und dann gehen wir mal kurz hier rein. Denn an dieser Unterseite muss ein Kolben ran, der nach unten zeigt. Das ist ganz wichtig. Hier kommt dann unser Knopf dran, wir drücken mal drauf. Die Lore mit Schiene wird in den normalen Trichter Die Lore mit Trichter wird in den normalen Trichter gedrückt, dann sieht das Ganze wieder so geglitscht aus. Und dann heben wir das Ganze nochmal ein bisschen hier aus. Ich mache jetzt einfach mal drei Blöcke, und zwar so. Und vor dieser Lore, ich mache das hier auch nochmal weg. Und vor dieser Lore, beziehungsweise vor diesem Trichter mit der Lore, kommt unser Redstone-Komparator. Der sollte aus sein. Falls er an ist, schaut nochmal in den unteren Trichter rein. Wie gesagt, die Schiene müsst ihr da rausnehmen, darauf müsst ihr auf jeden Fall achten. Und vor unserem Redstone-Komparator platzieren wir unseren Dispenser. Und da kommt dann das Feuerzeug rein, was ich noch gerade holen muss. Moment. Wo ist es denn? Hier ist es. So, da kommt unser Feuerzeug rein und dann vor diesem Dispenser. Es spielt auch keine Rolle, in welche Richtung der Dispenser zeigt. Ich mache es jetzt einfach mal in diese Richtung. Hier kommt dann unser Block hin. Hier kommt dann eine Schiene drauf mit der Lore mit dem TNT, damit das Ganze so aussieht. Wir bauen es jetzt einfach mal einen Block tiefer und dann müssen wir auf den Schlitz achten. Nicht diesen Schlitz, sondern dieser Schlitz hier von der Lore, dass da so ein kleiner Display drum ist. Wenn das so ist, dann müsst ihr ganz oft L2 drücken, so oft wie ihr das haben wollt. Und dann glitscht ihr sozusagen ganz viel TNT-Loren da rein. Ihr macht das einfach so lange, wie ihr das haben wollt. Ich glaube, der Effekt wird immer stärker, so oft ihr das macht. Und ja, wenn ihr dann denkt, dass ihr genug Loren da drin habt, also achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr auf die Schiene guckt und nicht auf die Lore. Und dann haut ihr den Block hier einfach weg. Und dann war es das auch schon mit der Falle. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen das Ganze... Erstmal müssen wir hier unsere Truhe platzieren, logischerweise über den Trichter hier. In welche Richtung ihr das macht, ist auch keine Rolle. Ihr könnt das natürlich auch so machen. Also, sprich, so rum oder so rum. Das hängt alles von euch ab. Ich mache das Ganze jetzt einfach mal so. Und dann verdecken wir das Ganze. Ganz einfach. Auch sehr einfach zu verstecken. Und von oben sieht man außerdem überhaupt gar nichts. Das ist auch das Gute an dieser Falle. Und jetzt testen wir das Ganze einfach mal. Wir tun die Schienen da rein. Und dann macht es kurz Klack. Und dann geht hier alles in die Luft. Und wir fliegen sowas von weit durch die Gegend. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder mit dem Tutorial. Ich guck mal, wo wir ankommen. Irgendwo im Wasser, denke ich, oder auch nicht. Ja, am Arsch der Welt sind wir irgendwo gelandet. Meiner Meinung nach eine sowas von krasse Falle. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob sie schon bei irgendwem hochgegangen ist.
Die Materialien sind auch meiner Meinung nach sehr einfach und der Effekt ist einfach sowas von geil. Eure Meinung bitte in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, kannst du gerne eine Bewertung da lassen. Würde mich wie immer sehr freuen und dann war es das schon mit dem Tutorial. Haut rein, Freunde.